Ein Hoch auf dich, Müller. Guten Tag, alle miteinander. Ich bestaune immer wieder, was Stimme in der Lage ist zu tun. Du musst für dich ein Ritual finden, wie du mit Kopf und Herz auf so einen inneren Punkt kommst, dass du ganz konzentriert bist. Wenn man an das Hörspielgenre denkt, dann ist der Vergleich zum Kopfkino natürlich eine sehr passende Metapher, dadurch, dass es im Hörspiel ja darum geht, mit der Fantasie Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Wie das funktioniert und wie man das machen kann, was da die Grundregeln sind, das wollten wir beim Hörspielseminar Kopfkino der Jungen Presse in Niedersachsen herausfinden. Hörspiel hat für mich auch sehr viel mit Theater zu tun und Schauspiel und Film finde ich einfach ziemlich cool und finde es auch interessant, wenn man mal nicht seinen Körper zur Verfügung hat, sondern wirklich nur die Stimme. Also ich meine... Zu Gast war unter anderem der Filmschauspieler Augustin Kramann und außerdem Arndt Schmöhle, der deutsche Synchronsprecher von Liam Hemsworth. Beide leihen Charaktere in dem Kriminalhörspiel Der Mord auf Zimmer 155 ihre Stimme. Und sie verweilte jedes Mal in diesem Zimmer. Zimmer 155. Ich finde es toll, dass man durch den Beruf des Sprechers, wenn es schauspielerisches Sprechen ist, dass man in verschiedene Rollen, verschiedene Charaktere schlüpfen kann. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Ein grässlicher Anblick, nicht wahr, Inspektor? Seit dem Tag, an dem Lucrezia Bucciarelli umgebracht wurde. Die Stimme ist ja phänomenal. Ich meine, was für ein Instrument ist diese Stimme? Die kann so gut wie alles. Sie sagt mir alles über meinen Körper. Man sagt, die Stimme stimmt immer, reagiert auf alles. Und wenn ich sie jetzt bewusst einsetze, koppel ich sie teilweise von ihren normalen Reaktionen ab. Alle bereiten dann mal den einen oder anderen Kopf. Meine Lieblingsrolle ist die, für die ich gerade jeweils im Studio hinter dem Mikrofon stehe, um es mal ganz lapidar zu sagen. Ist tatsächlich so. Geht mir exakt genauso. Das Sprechen, das finde ich total interessant. Es hat mich halt mal interessiert, wie man das ohne Körper macht, weil beim Theater, das ist natürlich ein totaler Unterschied, wie man jetzt etwas darstellt, wenn man nur seine Stimme hat. Außerdem dabei war Elga Schütz, eine Hörspielsprecherin, die unter anderem in Serien wie den 3 Fragezeichen bei Hanni und Nanni und Conny zu hören ist und mit uns einen Sprechworkshop gemacht hat. Habe ich das richtig gesehen? Mrs. Madam Franzi. Hallo, ich bin jetzt hier. Okay, prima. Das Wichtigste beim Gestalten sind die Pausen. Da kannst du atmen und du kannst auch noch den Kontakt zu den anderen halten. Angefangen habe ich mal am Stadttheater in Hildesheim, da war ich 15. Das Stadttheater suchte für den Freischütz Brautjungfern und fragte auf dem Goethe-Gymnasium an, ob die nicht so 16 Mädchen hätten, die eben mitspielen würden im Freischütz. Und so bin ich im Theater gelandet und nie wieder weggegangen. Man hat so ein bisschen den chaotischen, ich sag mal, Radioalltag mitbekommen, auch wenn es vielleicht nur 2 Tage waren, die wir daran gearbeitet haben. Und ich finde es auch echt cool, dass wir das so auf die Beine gestellt haben, was fertig bekommen haben. Am Ende der Produktion sind sehr verschiedene Hörspiele rausgekommen. Wir hatten eine Art Fanfiction von den 3 Fragezeichen, ein Kinderhörspiel, eine Produktion, die eher in Richtung Feature ging und das Seminar an sich behandelt hat, und ein satirisches Hörspiel, das den Groschenroman veralbert hat. Und die werden dann hinterher auch hier auf dem YouTube-Kanal der Jungen Presse Niedersachsen zu sehen sein. Aber selbst das. Deine Mutter sitzt zu Hause und weiß wirklich. So, und das war alles.